Der Mann heißt Nikolaus. Das erinnert mich an irgendwen. Ja, mir kommt der Mann auch irgendwie bekannt vor. Ach, hallo, da seid ihr ja. Wir haben heute Papa zum Arzt gebracht, weil er immer über seine Rückenschmerzen jammert. Jetzt haben wir hier jemanden getroffen, der uns bekannt vorkommt. Wollt ihr wissen, wen? Dann bleibt dran. Ich glaube, den kenne ich aus der Werbung. Habt ihr die Schokoriegel schon eingepackt? Ja, haben wir. Und was ist mit den Plätzchen? Wir sind schon dabei. Ihr sollt die nicht essen, ihr sollt die einpacken. Jetzt entspann dich doch mal. Aber die Zeit wird knapp. Wir müssen noch einen Probelauf machen. Ich schaue mal, ob der Schlitten fahrbereit ist. Der ist immer so hektisch um diese Zeit. Ja, er ist dieses Jahr sehr aufgeregt. Ich mache mir so langsam Sorgen um seine Gesundheit. Was geht denn, wenn er krank wird? Das darf nicht passieren. Das wäre eine Katastrophe. Stell dir mal die traurigen Gesichter der Kinder vor, wenn Nikolaus ausfallen würde. Nee, das darf nicht passieren. Bernd, kannst du bitte noch die Getränkekiste hier in die Küche tragen? Ich habe sie schon vom Auto ins Wohnzimmer geschleppt. Ja klar, mache ich. Hau, Rock, aua, mein Rücken. Ach, Bernd. Nein, diesmal ist es wirklich richtig schlimm. Ach, herrje, wo genau tut es denn weh? Hier hinten, da zieht es bis ins Bein runter. Aua. Das ist dann wohl ein Hexenschuss. Ein Hexenschuss? Ist dieser Sack hier schon fertig gepackt? Ja, alles fertig. Gut, dann lade ich den jetzt auf und mache die Probefahrt. Warum ist er denn so aufgeregt? Ach, das ist er immer kurz vor seinem großen Tag. Allerdings war er früher viel entspannter. Vor seinem großen Tag? Ja, kurz vor dem Nikolaus. Er muss doch ganz vielen Kindern etwas in die schön geputzten Stiefel stellen. Schon vergessen, kleiner Weihnachtswichtel? Ach ja, entschuldige. Ich bin sonst immer für den Weihnachtsmann eingeteilt. Der ist auch immer so aufgeregt vor Heiligabend. Hau, Ruck, aua, mein Rücken. Ach, Bernd. Wie bitte? Ich heiße nicht Bernd. Und jetzt helft mir gefälligst. Aua! Entschuldige bitte, das war nur ein kleiner Witz. Ein Witz? Ja, du klingst schon genauso wie Bernd Jäger. Der sagt auch immer, aua, mein Rücken. Jetzt setzt du dich mal bitte auf die Couch und ich rufe beim Orthopäden an. Das kann ja so nicht weitergehen. Nein, ich setze mich jetzt hier hin. Aber zum Arzt muss ich nicht. Was ist denn jetzt eigentlich ein Hexenschuss? Jetzt setzt du dich erstmal hier hin, Nikolaus. So kannst du unmöglich die ganzen Sachen verteilen. Aber was hat er denn? Wo tut es denn weh? Also mir zieht es von hier hinten ganz runter ins Bein. Aha, das klingt nach einem Hexenschuss. Ein Hexenschuss? Aber Burger würde doch niemals auf den Nikolaus schießen. Walburga? Nein, natürlich nicht. Warum sollte sie auch? Na, weil sie die einzige Hexe ist. Die schießt doch nicht. Ach so, nein, Quatsch. Walburga schießt auf niemanden. Das nennt man nur so, wenn man ganz spezielle Rückenschmerzen hat. Ach so. Ich habe dir einen Termin beim Arzt gemacht, der dafür spezialisiert ist. Wir werden mit dir in Verbindung bleiben. Am besten machen wir das mit Walburgas Kristallkugel. Ja, das ist eine gute Idee. Darüber können wir sehen, was du machst und dir helfen. Wenn es denn sein muss. Es muss sein. Nikolaus ist in Gefahr.
Also morgen früh um 10 Uhr hast du den Termin. Juhu! Und das Beste? Wir kommen alle mit, damit du auch wirklich dahin gehst. Da freue ich mich ja doppelt. Und was machen wir jetzt? Jetzt warten wir, bis Papas Behandlungszimmer aufgerufen wird. Dürfen wir zusehen? Das würde euch gefallen. Wir gehen nicht mit rein ins Behandlungszimmer. Wir warten hier. Guck mal, der da kommt mir bekannt vor. Ich habe einen Termin. Wie ist der Name? Nikolaus. Wie bitte? Nico Klaus? Nein, Nikolaus. Bitte nochmal langsam. Vornamen, dann den Nachnamen. Nikolaus. Okay, also Nico Klaus. Bitte nehmen Sie noch einen Moment im Wartezimmer Platz. Sie werden dann aufgerufen. Die Menschen sind wirklich komisch. Wie bitte? Ach, nichts. Mama, schau mal, der da. Jule, man zeigt nicht mit dem Finger auf eine Person. Den kenne ich irgendwoher. Danke, Walburga, du bist wirklich eine liebe Hexe. Gern geschehen. Aber sag mal, hast du wirklich gedacht, dass ich auf den Nikolaus schieße? Naja, es heißt doch Hexenschuss. Ja, aber das ist nur, weil die Menschen so abergläubisch sind. Wir Hexen haben damit doch überhaupt nichts zu tun. Ach so, können wir jetzt in die Glaskugel schauen? Ja, natürlich. Ah, hier ist das Wartezimmer beim Arzt. Wir schauen mal rein. Man spricht nicht über Menschen, wenn sie es mitbekommen. Aber der kommt mir auch sehr bekannt vor. Der Nächste, bitte. Bernd, das bist du. Sagen Sie, kennen wir uns? Oder habe ich Sie irgendwie schon mal in der Zeitung gesehen? Sie kommen mir so bekannt vor. Ich wüsste nicht, wo wir uns schon mal getroffen haben, Herr Jäger. Ach so, Moment. Woher wissen Sie denn meinen Namen? Herr Jäger, bitte kommen Sie jetzt. Aber Mama, irgendwoher kenne ich ihn wirklich. Nee, den kennen wir nicht. Woher denn auch? Oder ist er etwa berühmt? Dann hätte ich den doch schon mal in einer meiner Zeitschriften gesehen. Achtung, er kommt rüber. Guten Tag, ist hier noch frei? Ja, natürlich, setzen Sie sich. Hallo Jule, hallo Julius. Oh nein, hat er das jetzt wirklich gemacht? Er verrät sich doch noch. Hoffentlich geht das gut. Was ist denn? Er hat die Kinder mit Namen angesprochen. Und die wundern sich jetzt natürlich, woher ihre Namen überhaupt weiß. Oh nein! Haben Sie auch Rückenschmerzen? Ja, vermutlich ein Hexenschuss. Wie Papa. Und deshalb hat mein Engel mir einen Termin hier gemacht. Ihr Engel? Ach, wie süß. Sie nennen Ihre Frau Engel? Das ist ja mal ein Kosename. Meine Frau? Nein, nein, ich meine wirklich meinen Engel. Oh je, er redet sich noch im Kopf und Kragen. Hoffentlich geht es Papa bald wieder besser. Der bekommt bestimmt eine Spritze und dann geht es wieder. Hoffe ich jedenfalls. Das ist aber auch ein ungünstiger Zeitpunkt. Gerade jetzt, wo er so viel zu tun hat. Ja, das kenne ich. Das geht mir genauso. Ein sehr ungünstiger Zeitpunkt. Bist du auch Tierarzt? Ich? Nein. Ich bringe Sachen zu den Menschen. Also ein Paketbote? Ja, so ähnlich. Oh, und jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit haben Sie bestimmt besonders viel zu tun. Das kann man so sagen. Jetzt ist Hauptsaison, während es im Sommer immer sehr ruhig ist. Da ist Papa! Ich habe eine Spritze bekommen. Die Schmerzen sind jetzt weg. Na prima. Sehen Sie, dann wird das bei Ihnen auch schnell wieder gut. Na dann, gute Besserung und viel Glück. Tschüss! Vielen Dank, dann bis später. Bis später? Ich meinte tschüss. Wer war das denn jetzt? Keine Ahnung, er war aber sehr nett. Allerdings auch manchmal ein bisschen seltsam.
Jetzt weiß ich, wer es war. Ach ja, wer denn? Das war der Nikolaus. Ja, stimmt, der war das. Ja klar, der Nikolaus. Also ihr beiden habt wirklich manchmal ein bisschen zu viel Fantasie. Na kommt, ab nach Hause. Ach, hallo, da seid ihr ja noch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr über einen Daumen nach oben. Vergesst auch nicht, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und erzählt euren Freunden von uns. Die Frage der Woche lautet diesmal: Habt ihr euren Wunschzettel für Weihnachten schon geschrieben? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wir freuen uns darauf. Bis bald!